Also Marcel meinte zu mir, er hat hier 4 Stunden gebraucht für den Part, den wir uns jetzt nähern, sage ich mal. Bei mir wären es 20. Allein für den Part hier. Haarschleierlinge. Boah, ich bin auch bei dieser Witcher 2-Steuerung so krass verankert. Jetzt wieder gegen 400 Bäume. Allein die Bäume, wie die aussehen. Ich könnte mich hier stundenlang im Wald stellen und mir Bäume gut begutachten. So hübsch, wie das hier gemacht wurde. Da war gerade wieder so ein Mini-Mini-Mikro-Ruckler. Also, den hat man kaum Langsam. gesehen. Und jetzt geht's wahrscheinlich zu den Typen, ne? Kann ich eigentlich auf dem Pferd auch meditieren? Ja. Nee, darf ich nicht. Okay. Oh, jetzt bin ich erstmal durch. Wir sind mir durchgeritten. Aber ich denke mal, das lag an dieser Zwischensequenz jetzt hier. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Oh, das arme Pferd. Da sieht man übrigens auch die Hairwaves. Schaut euch einfach mal die Mähne an. Wie viele einzelne Haare das sein müssen. Muss ich sagen, ich komme mir irgendwie mittlerweile ziemlich blöd vor, weil ich hier mit einem Dauerkrise sitze. Das ist kein Scherz. Aber es spricht fürs Spiel. Wenn ich mich schon so lange drauf gefreut habe, hat der arme Wiese mir. Ihm geht's anscheinend Ist relativ weg? gut. Ja, komm raus. Hübsche Frisur. Ja, mittelalterlicher Bauerntölpel. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Arme Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe Von unten auf. nach oben wahrscheinlich. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ja, Kronen. Wir haben jetzt Novigrader Kronen. Also eine andere Währung in diesem Gebiet. Keine temerischen Orens mehr. Da es ja Temerien laut Geralt selber ja nicht mehr gibt. Aber das mit den Entscheidungen aus The Witcher 2 kommt alles noch. So. Und ich bin leider der ganz liebe, nette Geralt und deswegen kann ich keine Belohnung annehmen. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Natürlich sind wir nicht. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber was ist bei einer Frau hier mit in den Großen Weißgarten gibt 71? es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da Weißgarten. kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied Vielleicht haben wir behandeln. uns dadurch jetzt einen Keine Vorteil schlechte Idee. erwirtschaftet. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Ja. Gehen wir. Kalter Schnaps, warmer ist nicht so geil. Ich möchte aber mit Bram nochmal reden. Bestiarum, ein neuer Eintrag wurde im Bestiarum hinzugefügt. Drücke Rücktaste, um das Menü zu öffnen und ihn zu lesen. Zeige ich durch. Na, das war mal. Ah, ne, das war mal eine Frau. Okay, wo ist das Pferd? Ah, da verschleppt. Warum ist denn das jetzt auf einmal so dunkel? Es ist 10.17 Uhr. Morgens. Alter! Dieser Wurt. Wurt? Hä? Ich habe gerade irgendwas anderes gelesen hier, ich weiß aber nicht mehr was. So, ich kann Strassen irgendwie. Strass?
kenne Strasssteine. Hat das was damit zu tun? Ich konnte das gerade nicht lesen. Achso, ich vergesse immer, dass ich Escape drücken muss, dass das Spiel so schnell speichert. Es läuft so ultra flüssig. Ich könnte meine neue Grafikkarte knutschen. Ich will also, da noch... Ah, scheiße, jetzt reden wir. Ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Hütchen. Im Wald oder in den Bergen, klar. Das ist ein Ritter, ein Krieger. Und auch noch bei der Hauptstraße. Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das Nilfgaardischer Soldat. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Habe ich doch richtig gesehen. Eine Angel. Ich hoffe, ich kann die später benutzen. Fischernetz, Stahldraht, Perlen, zerbrochene Spinne. Na ja, gut. Ja, man hat später übrigens auch noch ein Boot. Laut Hörensagen. Also ich habe davon auch noch nichts gesehen. Wie gesagt, ich habe tunlichst vermieden, mich zu spoilern. Aber ich habe mich informiert, wenn ihr versteht, was ich mit dieser Unterteilung meine. Also ich weiß, was mich in dem Spiel erwartet, aber ich habe noch nichts davon gesehen und auch noch keine Informationen darüber erhalten, sag ich mal. Also ich möchte auf jeden Fall mal mit der Nilfgaardischen Wache reden. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Achso, okay. Die sind relativ nett. Boah, das Wetter kotzt mich ja jetzt schon an, aber es ist wunderschön. Laufplätze! Nicht so schnell, Plätze. Ich nochmal absteigen. Wie gesagt, am Anfang loote ich noch alles. Wart. Kunstpetersilie, die kennen wir auch noch. Schwefel, Wasserflasche. Aber ich könnte hier Stunden verbringen. Ich werde hier Stunden verbringen, aber ich könnte einfach Stunden mit nichts tun verbringen. Und das macht Spiele für mich auch immer gut. Wenn ich schlecht im Spiel bin und mich gut ablenken lassen kann von dem Spiel. Ohne es zu bereuen vor allem. Weiter so, Plätze. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden. Ich denke daran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen das auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf der Karte mit einem Zettelsymbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Jetzt haben die meinen Trab gestört. Ne, galoppieren will ich nicht in der Stadt. Wirst du Ärger? Also haben die Leute eine Hexerei auf der Jagd geschnappt und verführt. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihn. Oh, Entschuldigung. Das war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Angeblich haben sie ihn wusch in einer Gruft begraben. Das Schwert sieht übrigens cool aus, also der Knauf. Was war das vivokarische Schwert? Es gab ja auch die vivokarische Rüstung in The Witcher 2. Wo es Wesemirs Pferd. Ach cool! Der hat das hier direkt... Gut, das steht im Futtertrog drin, aber immerhin. Achso, ich darf jetzt nicht mal irgendwie... Ach Gott, die Arme. Mir jetzt schon sympathisch, wenn mir die anderen unsympathisch sind. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Temerisches Wappen. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Das ist ein hässlicher Typ. Du kannst mich mal. Und wenn man hässliche Charaktere entwerfen kann in Spielen, die so gut aussehen, weiß man, was man richtig gemacht hat. Er wollte sich aufregen, aber eigentlich hat er recht. Und damit traue ich gerade so ein bisschen um Temerien. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht.
Ich will die Karte. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Ach, es geht aufs Haus. Dialoge handeln. Durch Optionen, die mit einem Geldsack-Symbol markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. So, bevor wir zur Sache kommen. Hier ist ja richtig was los. Oh, da ist eine Katze. Cool. Das ganze Land ist unterwegs. Alter, was hier alles in Details rumliegt. Nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Ja, mit dem Vertrag erstmal, was sieht so immer. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ich find's übrigens cool, dass wir hier mit Wesemir zusammenstehen. Handeln, verkaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Doppelklick auf einen Gegenstand, um ihn zu verkaufen. Drücke Escape, um das Handelsfenster zu schließen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass sie rot angezeigt sind. Heißt einfach, dass sie keine Schmiedin ist. Ach, ist unverkäuflich. Na, ich vermute einfach, weil sie keine Schmiedin ist. Die Drachenjäger von Krinfried. Eine Gewinnkarte. Okay, das kommt alles später noch. Ich weiß zwar schon, was das ist. Das habe ich mir erzählen lassen. Handwerkszutaten. Okay. Haben wir irgendwie Schrott gefunden? Hier so ein Eisbärenfeld. Plunder. In Handwerkszutaten kann man Plunder zerlegen. Okay, dann werde ich es erstmal nicht verkaufen. Die wiegen ja nicht viel, wie ihr seht. Boah, vor allem so 0,89 Gewichtseinheiten und sowas alles. Fistech zum Beispiel auch. Die Angel. Okay, ich kann anscheinend nicht angeln. Gut, dann möchte ich aber mit dir erstmal noch nicht handeln. Spielerwerte C. Okay. Noch, das ist ja fast gar nicht viel. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Ihr halt so ein bisschen drin. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. Ja, nicht nach Schwefel. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Vor allem für Gerard. Hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Okay. Dialoge, Gespräch beenden. Durch Dialogoption mit X wird das Gespräch beendet. Danke für alles. Jetzt. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hört, die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Okay. Ja? Was ist denn, Wolf?
Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ein Bies? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. Das können wir ja sehen, du. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Was? Geralt ist fast 100? Wie weit später ist denn das Spiel? Mittlerweile sind seine Haare wirklich grau. Ohne fremdes Zutun. So, ich speichere hier mal. Ja, wieder meine Safe Game sucht, ich weiß.